Besteht noch Hoffnung für den DAX, dass wir endlich das Allzeithoch, den markanten Widerstand überspringen, dass wir endlich weiter steigende Kurse sehen, oder trübt sich das Chartbild hier weiter ein? In diesem Video schauen wir uns verschiedene Szenarien an. Wir gucken, worauf wir jetzt aktuell achten müssen. Und das Ganze rein aus charttechnischer Sicht. Was ist die Charttechnik? Im Grunde hilft sie uns einfach dabei, die anderen Marktteilnehmer besser zu verstehen. Denn darauf kommt es hier an, dass wir gucken, was machen die anderen Marktteilnehmer? Wo sind die vielleicht gefangen in Positionen, die nicht gut aussehen? Wann müssen sie Positionen liquidieren? Wir gucken uns also quasi den Order Flow an. Denn ja, das Blut der Märkte sind einfach getätigte Umsätze und die können wir uns rein optisch über einen Chart darstellen lassen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze aber einfach mal am DAX an. Wir sehen den schönen Aufwärtstrend und hier muss man sagen, von 12.000 hoch auf 16.000, der Markt ist einfach weit gelaufen. Und so ein Trend, der kann natürlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag sich weiter fortsetzen. Haben wir ja zuletzt gesehen nach dem Corona-Crash, da ging es ja auch deutlich nach oben, haben wir alte Verlaufshochs einfach wie Butter überschritten. Aber wir müssen uns auf das konzentrieren, was an der Börse wahrscheinlich ist. Und wahrscheinlich ist es, dass wir eine Korrektur sehen. Denn Märkte bewegen sich ja mal, ich sag mal, in so dynamischen Schüben und dann kommt mal wieder eine Gegenbewegung. Dynamische Schübe, die zeichnen sich durch so große Kerzen aus. Und die Gegenbewegung, die brauchen oft ein bisschen länger. So, und momentan, der Trend ist völlig intakt. Das spricht für eine weitere Aufwärtsbewegung. Das Allzeithoch, der Preisbereich, wo in der Vergangenheit immer Verkaufsdruck entstanden ist, das spricht dagegen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie hier diese kleinen Korrekturen verlaufen sind, beziehungsweise diese Hochs, die wir hier gesehen haben. Und da müssen wir feststellen, dass die Hochs immer so stufenweise leicht höhere Hochs, ne? Hier das Hoch wurde leicht überschritten, dann wurde es nochmal leicht überschritten, dann wurde es nochmal leicht überschritten, dann kam der Zusammenbruch. Hier ein Verlaufshoch, wurde überschritten, wurde leicht überschritten, wurde hier nochmal leicht überschritten, Zusammenbruch. Hoch, nächstes, leicht höheres Hoch, Gegenbewegung. Und genau darauf müssen wir jetzt gucken. Wenn wir wieder so leicht höhere Hoch sehen und dann so Schatten auf der oberen Seite, also diese einzelnen Striche. Das heißt, die Käufer haben versucht, den Markt nach oben zu drücken, haben es dann zum Handelsschluss hin aber nicht geschafft. Auf sowas müssen wir achten. Denn ja, so können wir zum Beispiel Short-Positionen eingehen, um ein bestehendes Long-Depot abzusichern. Oder wir können auch überlegen, vielleicht mal bei einer Aktie Gewinne mitzunehmen oder beim Index. Und genau das sind die Sachen, die uns ja interessieren. Es geht ja um unser Geld bei der ganzen Geschichte. Und daher nutzen wir alles, was uns irgendwie hilft, den Markt besser zu verstehen. Mein Mittel der Wahl ist einfach die Charttechnik. Und hier müssen wir ein weiteres Szenario auftischen. Schaffen es die Käufer, ich sage mal über 16.400 Punkte, den Markt nach oben zu drücken, dann haben wir eine Trendbestätigung. Dann haben wir das Allzeithoch bestätigt. Dann kann man Rücksetzer nochmal kaufen. Es bleibt aber immer noch, dass die Aufwärtsbewegung schon relativ weit gelaufen ist. Deswegen wäre es einfach nur gut und gesund, wenn wir nochmal eine Korrektur sehen, mal bis mindestens in den Bereich 14.800 Punkte. Blicken wir in die zweite Reihe, schauen uns den MDAX an und der sieht schon nicht mehr so stark aus wie der DAX. Ohnehin sind wir vom Allzeithoch ja deutlich weit entfernt. Aber zuletzt, gucken wir mal hier, gab es Dynamik nach unten und dann nur so leicht höhere Hochs. Und das ist eher ein Zeichen dafür, dass wir tatsächlich nochmal vielleicht in Richtung 25.000 Punkte unter dieses letzte Verlaufstief nach unten laufen werden. Und jetzt noch die dritte Reihe, der SDAX. Und auch hier spricht das Bild nicht gerade für eine bullische Aufwärtsbewegung. Die haben wir zuletzt gesehen. Aber die ist jetzt auch schon wieder weit gelaufen. Und was sehen wir hier? Auch wieder so leicht höhere Hochs, ähnlich wie wir das hier mal gesehen haben. Das kann sich noch ein bisschen so hinziehen. Aber der Grundtenor ist schwierig. Also mit Long-Position werde ich momentan erstmal aufpassen. Schauen wir uns den S&P 500 an, den amerikanischen Markt. Und da sieht das Chartbild gar nicht so schlecht aus. Warum? Auch hier haben wir einen markanten Widerstand im Bereich 4.200 Punkte. Der wurde angelaufen.
Zuletzt wurde das Niveau angelaufen, es gab schnelle Gegenbewegung. Wurde angelaufen, gab schnelle Gegenbewegung. Und jetzt haben wir zwar auch hier so leicht höhere Hochs, aber auch der Verkaufsdruck ist nicht sonderlich stark. Das heißt, wir bilden hier momentan eine Range auf relativ hohem Niveau. Wir müssen sagen, der Widerstand ist so lange Widerstand, bis er bricht. Jetzt wird es aber interessant, wenn er bricht, was passiert denn dann? Dann haben wir hier so einen Ausbruch aus so einer Seitwärtsbewegung. Und nach so einem Ausbruch entsteht häufig wieder Dynamik, Schwung nach oben. Diese schönen, schnellen Bewegungen, bei denen wir alle gerne dabei sind. Und darauf gilt es momentan zu achten. Denn wenn wir hier eine Korrektur auf hohem Niveau sehen, das heißt, die Verkäufer sind nicht wirklich aktiv, sind nicht sehr stark, nehmen kaum Gewinne mit, Shortseller sind irgendwie auch nicht da, sondern der Markt pendelt hier oben rum. Das ist eher ein Zeichen dafür, dass alle, die kaufen wollen, dass die quasi nochmal Luft holen, dass sie Aktien einsaugen und dann irgendwann kommt ein Auslöser, der den Markt nach oben treibt. Wer auf in Anführungsstrichen Sicherheit steht, der kann sich mal in der Schweiz umgucken. Denn der SMI hat zuletzt hier in einer dynamischen Bewegung, da war es auch, also von der Wahrscheinlichkeit her, hätte der Markt hier nach unten laufen müssen. Aber er hat es nicht gemacht. Das heißt, die Käufer sind hier richtig stark. Und so ein altes Widerstandsniveau, also diese alten Hochs, da wo früher immer verkauft wurde, was jetzt nicht der Fall war, da haben wir eine gute Chance, dass wir Rücksetzer in dem Bereich sehen und dass dort die Käufer erneut zuschlagen. Und dann haben wir eine weitere gute Chance, dass sich die Dynamik, die sich zuletzt gezeigt hat, dass die sich nach oben auch nochmal in Richtung 12.400 Punkte entfaltet. Ich wünsche Ihnen allseits ein gutes Händchen an der Börse und wenn Sie mehr Videos von mir sehen wollen, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Mario Steinrücken, und jetzt wünsche ich Ihnen, ja, eine erfolgreiche restliche Handelswoche.